Hallo, meine lieben Freunde des Horrors und des Schreckens. Es ist Ich habe mein Intro vergessen. Schön und willkommen in diesem Sinne. Willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play mit mir, Dolphine, im Spiel Dead Space 1. Wir sind hier wieder mit unserem Protagonisten Wir sind mit unserem Protagonisten Dead Space hier und spielen das Spiel Isaac Clarke. Das ist gar nicht Dead Space. So. Da ja mal in den Einzug rein. Ich bin total durcheinander. Ich habe gerade Avatar angefangen zu Let's Playen, weil es Tag war und jetzt ist es schon wieder Abend und ich denke mir, abends ist die Atmosphäre einfach besser, wisst ihr? Abends, dann ist man VIP-Schlafblock, da ist man etwas müder und... Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Ja, very important. Schlafblock. Der war very important. Direkt zu Anfang. Ich fange direkt an, die ersten paar Sekunden. Direkt schon solche Horrorscheiße. Obwohl, wozu spielen wir Dead Space? Genau. Für solche Horror. Ah, la 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 la, dum dum. Ich konnte meinen Schlafblock nicht nachladen. Keine Munition, das ist schlecht. Audiolog, Textlog, Audiolog. Persönliches Logbuch des Captain. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Oh mein Gott. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kine, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortmann sei gepriesen. Noch ein Textlog. Persönliches Logbuch. White D, First Officer. Das Schiff wird von unbekannten Yunis befehligt. Bisher bekannte Yunis, Captain Matthias. Ach, Unitologen! CSO Kine, Second SD Mercer, LTD Ahold, LT Carrillo, LTLG Pitts, LT... egal, ich kann mit Namen nichts anfangen. Guck mal. Ja. Da ein Foto. Glücklich verheiratet und jetzt tot. Ja. Ach ja, Kuyaku, ich, Wollen wir gucken mit von wegen diesem Textlog über die Geschichte, über die Geschichte der, Kirche? Ich glaube, ich hab's gefunden. Erster Kontakt zusammenstoß, Hammonds Rückkehr, Lauschangriff für den Landbau. Große Probleme? Nein. Notruf, Asteroid abgeschossen, Aufzugproblem.
fehlt ein Textlog. Ja, es sind Textlogs. Ha, ich hab's gefunden, aber ich finde jetzt nicht den Text, den ich brauche. Für Kuyaku. Navikarten? Isaac, ich hab das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Ich find's nicht, tut mir leid. Weil das ist schon Kapitel 7. Und... Vertrauen, Wucherung. Ich finde den Textlog nicht. Der hat ja mit der Geschichte von Unitology zu tun, ne? Hier, ich finde es hier. Problem der Weiterverarbeitung, das ist mit dem Massierigen gewesen. Abbauplan, das ist es nicht. Lauschangriff, jeder Abbau, bla 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 bla. Kein Textlog vorhanden. Strahlungssimulation, das ist die Wähler. Kein Scamble, das kollektive Bewusstsein. Lebenshaltungssysteme offline. Audio. Hier ist nichts vorhanden. Ah! Doch, hab's gefunden. Boah, hast du ein Glück, wa? Gemeinsam werden wir auferstehen. Ist Unitology eine neue Hoffnung oder nur der nächste Schwindel von Carrie van Otken? Wenn sie während der letzten 200 Jahre auf dem Mars gelebt haben, könnte es sein, dass sie die am schnellsten wachsende religiöse Bewegung der Geschichte verpasst haben. Die Church of Unitology hat inzwischen über 1 Million Anhänger, darunter einflussreiche CEOs und Offizielle, hält nach eigenen Angaben Aktien im Wert von 78 Millionen US-Dollar an multiglobalen Unternehmen und besitzt zwei der größten Kreditinstitute der Erde, GPSG Financial und Unitas Energy Investments. Von seinen Anfängen als Personenkult hat Unitology sich zu einer anerkannten, etablierten Religion gemausert. Die wesentlichen Fakten sind hinlänglich bekannt. Vor 200 Jahren ließ der Anthropologie-Professor Michael Altman die nach seinen Angaben größte Vertuschungsaktion der Erdregierung auffliegen. Die Entdeckung eines Artefakts, auch Marker genannt, das ohne jeden Zweifel bewies, dass es außerirdisches Leben im Universum gibt. Die Regierung bezeichnete Altman daraufhin als Spinner, doch seine Behauptungen fielen bei einigen auf fruchtbaren Boden und sein mysteriöser Tod kurz danach schürte das Interesse noch. Unitologen behaupten, der Marker enthielt einen Code, den Schlüssel zum ewigen Leben, das durch Wiedergeburt und Auferstehung erlangt werden kann. In Klammern, der Haken ist allerdings, man muss dafür erst sterben. Warte, was? Der Haken ist allerdings, dass man dafür erst sterben muss. So. Sie sagen, die Regierung verstecke den Marker irgendwo, um seine Geheimnisse für sich zu behalten. Im gesamten, von Menschen besiedelten Weltraum preisen Unitologen Altmans Märtyrertod und warten auf den Tag, an dem Gott kommt, um sie von ihrem neuen Leben nach dem Tod zu geleiten. Im Prinzip hört sich das alles recht harmlos an. Allerdings gibt es, wie bei jedem Kult, auch hier eine dunkle Seite. Unitologen nehmen innerhalb der Kirche Ränge ein. Niemand spricht je darüber, aber die meisten Kritiker glauben, dass es mindestens 3 Ränge über dem durchschnittlichen Gläubigen, auch Eingeweihter genannt, gibt. Mit jedem neuen Rang erhält der Anhänger mehr Einblick in die Angelegenheiten innerhalb der Kirche und in Forschungsergebnisse. Wie man als Unitologe aufsteigt? Ganz einfach, indem man der Kirche Geld spendet und Macht verleiht. Aber bei Geldspenden bleibt es nicht. Die Kirche verlangt zudem von ihren Anhängern, dass sie ihr nach ihrem Tod ihre Leiche zur Verfügung stellen. Warum? Was sie damit machen? Das weiß keiner. Und jegliche Versuche, den inneren Kreis zu infiltrieren, sind kläglich gescheitert. Da aber Transformation und Wiedergeburt die Hauptsäulen ihres Glaubens sind, wollen wir die Antwort vielleicht auch gar nicht wissen. Ein weiteres Gerücht, das sich behaglich hält, besagt, dass die Kirche Gelder für ein geheimes Schiffsbauprojekt sammelt. Einige behaupten sogar, sie hätten die Flotte gesehen. Es gibt zwar keinerlei dokumentierte Beweise darüber, doch beteuern sämtliche angebliche Augenzeugen, dass diese Mausoleumsschiffe trotz ihrer enormen Größe... Fortsetzung auf Seite 94. So, Kuyaku, das ist jetzt der nachgereichte Text. Nur für dich habe ich da jetzt nachgeschaut, weil du auch bist jetzt die einzige... Weil du bist jetzt eigentlich so neben Malte eigentlich der einzige wirkliche Fan von mir bist und großes Dankeschön dafür, dass du meine Videos anschaust, auch bewertest und auch meine Videobeschreibungen und dafür ein großes Dankeschön an dich, Kuyaku.
So, erstmal fett exzessiv gesoffen und danach gestorben. Das ist eine Kiste. Warte. Ich meine, das wäre L6, was der Schuss, das so gerast ist. Tja, Munition.